Okay. Your choice. Yeah. Bin die europäische Außengrenze mit dem Motorrad. Zusammenarbeit und der Zusammenhalt in Europa. Brüssel ist aber nicht nur Vorreiter bei der Fertigung von E-Autos. Das Werk arbeitet bereits heute bilanziell CO2-neutral und ist auch damit ein Vorbild für viele andere Standorte. Der Wandel, den wir hier schon sehen, bestimmt uns über kurz oder lang in allen Werken und an allen Standorten. I'm convinced deductible at all. And in Flanders, a decision has been taken that by 2029, no internal combustion engine. The industry, the automotive industry, has been seen in the past as a part of the problem. More and more today, we see that it is a part of the solution. We are extremely happy to be one of those places in the world where a lot of electric cars are being produced. Thank you.
Mit dem e-tron aus Brüssel sind wir 2018 in das Zeitalter der Elektromobilität gestartet. Und ich denke, es war extrem gut, dass wir den e-tron so früh auf den Markt gebracht haben, um wichtige Erfahrungen mit Elektromobilität zu sammeln. So konnten wir zum Beispiel beim Thema Batterie- und Ladeinfrastruktur viel Wissen im Unternehmen aufbauen. Wir bei Audi verfolgen eine ganz klare technologische Roadmap. Das heißt, unsere Zukunft ist digital und elektrisch. Und das Werk hier in Brüssel ist oder war der erste Startpunkt, wo wir das gemacht haben. Seit 2018 produzieren wir hier den e-tron. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir hier mit den Mitarbeitern zusammen diesen Weg gegangen sind. Alleine zwischen 2016 und 2019 haben wir mehr als 900.000 Qualifizierungsstunden aufgewendet, um unsere Mitarbeitenden für diesen Weg fit zu machen. Ja, für uns geht wirtschaftlicher Erfolg immer auch mit nachhaltigem Erfolg einher. Für uns ist Ökologie sehr wichtig. Ein Premium-Produkt zu bauen, muss auch nachhaltig passieren. Und mit unserer Mission Zero, die wir eigentlich hier in Brüssel gestartet haben, haben wir einen Grundstein gelegt. Das Werk Brüssel ist das erste bilanziell CO2-neutrale Werk des Audi-Konzerns, des Volkswagen-Konzerns und ist damit nicht nur im Volkswagen-Konzern Vorreiter, sondern Vorreiter in der gesamten Automobilindustrie für ökologischen Fahrzeugbau. Audi Brüssel ist ein Werk mit einer mehr als 70-jährigen Geschichte. Vor allem aber ist es ein Werk der Zukunft. Das beste Symbol dafür ist das 8-millionste Fahrzeug, das wir hier gebaut haben und dessen Fertigung wir nun als Meilenstein feiern. Im vergangenen Jahr ist Audi Brussels als Factory of the Future ausgezeichnet worden. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir gehen ihn gemeinsam und konsequent weiter.